Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Lynch? Why is there never enough time? For what? Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you alright? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture better images. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours. Okay, see you soon. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Momentan befindet sich Soma, also dieses Spiel, was wir hier gerade spielen, im PS Plus Store. Und da dachte ich einfach mal, wir probieren es aus und ich nehme es auch direkt mal auf. Diesmal auch mit Live-Commentary. Okay, wir suchen anscheinend diese Flüssigkeit, worüber er gerade schon gesprochen hat. Ah, okay. Mit dem rechten Stick können wir die rein- und rausziehen. Bitte, ja genau, okay. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, schon 3 Jahre oder so alt. Von daher mal schauen, ob es sich noch seitdem ein bisschen entwickelt hat. Ja, hier schon mal nicht auf jeden Fall. Hier haben wir ein paar Bilder. Oh, die sehen aber realistisch aus. Aha. Teetasse. Irgendein Käfer. Anscheinend interessiert sich hier jemand für Fotografie. Hier sehen wir auch ein paar Objektive und eine Kamera. Ich dachte, jetzt steht hier vielleicht irgendwo hinten mal was drauf, aber bis jetzt stand noch nichts darauf. Okay, gedrückt halten, ja. Also holen wir es uns näher ran. Nur Kamera halt, ne? Okay, das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Was haben wir hier? Okay, irgendein Buch anscheinend. Ob für die Kamera, ich weiß es nicht so ganz, okay. Das können wir nicht aufnehmen. Okay, selbst den Stuhl können wir bewegen. Interessant. Können wir hier auch die Vorhänge aufmachen? Ja, sehr gut. Ach so, okay, das gilt jetzt für den Vorhang, der Hinweis da oben. Interessant. Auf jeden Fall wohnen wir irgendwo in der Innenstadt. So sieht es zumindest aus. Da treten wir hier schon den Mülleimer. Können wir den auch nehmen? Den können wir auch nehmen. Aha, okay. Wir können nämlich auch Sachen schmeißen, das hatte ich schon mal wohl gehört. Müssen wir ja schon mal ausprobieren, was für Tasten wir hier nutzen können. Get well soon, okay. Also unsere Mutter hat uns schon mal geschrieben. Und es sieht so aus, als ob da auch irgendein Datum drauf vermerkt wurde, auf diesem Skizzenblock hier. Licht können wir anmachen, okay. Steht auch nichts unten drauf, okay. Gucken wir doch mal hier, was wir hier haben. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail von David Munchie für die Neurograph-Sitzung, okay, vom 30. April 2015 spielt das Spiel eigentlich, okay. Aber ich denke mal, solche Texte könnt ihr entweder selbst lesen, indem ihr pausiert, oder halt jetzt lesen, weil die werde ich euch jetzt nicht alle vorlesen. Samstag frei, okay. Forgot to hit send. Does it matter? I already told him about it. Senden wir die doch einfach mal. Alles klar. Better late than never. Ich werde das auch nur einmal schnell überfliegen, damit ich, wenn Wichtiges noch mitbekomme.
Alles klar, Verpackungsbeilage lesen. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Sehr gut. Hier hatten wir uns, glaube ich, schon alles angeguckt, oder? Ja, sieht gut aus. Können wir das Feuerzeug eigentlich auch nehmen? Können wir auch nehmen. Sehr gut. Gucken wir hier doch mal, was hier vielleicht drin ist. Ja, da haben wir noch einen Zettel. Zeitungsartikel, okay. Ah, okay, es scheint also, dass die Frau, die wir vorhin in dem Vorspann gesehen haben, dabei umgekommen ist. Aha, okay. Um einen vermeidbaren Unfall. Alles klar. Interessant. Ob das jetzt die Frau ist, weiß ich noch nicht ganz. Hier können wir uns noch was angucken. Filme, Magazin, okay. Und anscheinend ein Horrorfilm oder sowas. Machen wir mal wieder zu. Okay, Objektive. Und wir suchen ja immer noch irgendeine Flüssigkeit. Aber hier war auch nichts drin, oder? Nee, sieht mir nicht so aus, okay. So, stellen wir den auch mal beiseite, dann stört der uns nicht weiter. Dann haben wir auch noch was. Man kann auf jeden Fall sich schon sehr viel angucken. Ah, okay, das ist der Film, der damals da anscheinend im Kino lief. Okay, noch ein bisschen Backstory oder ein bisschen kosmetische Texte. Okay, hier können wir reingucken. Ne, da haben wir es auch nicht abgestellt. Aber wer würde sowas auch schon in die Küche stellen? Ich weiß ja nicht. Nein, auch nichts drin. Der Kühlschrank ist ganz schön laut. Ja, das ist wohl richtig. Da ist aber auch keine Flüssigkeit drin, also muss die wohl nicht kühl gelagert werden. Da oben haben wir auch nichts. Okay, das ist ein Brief, der an uns anscheinend adressiert wurde. Oder einige Briefe, so wie es scheint. Interessant, können wir zumindest nicht öffnen. Schlüssel haben wir schon mal gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch diese Flüssigkeit. Hier liegt auch nichts. Würde mich auch wundern. Da drüben haben wir noch auf jeden Fall einen Raum. Dann gehen wir doch einfach mal gucken. Achso, die öffnet sich nach hier. Also hier hätte ich jetzt sowas schon erwartet. Ist klar, irgendwas macht hier komische Geräusche. Können wir hier auch runter? Können wir auch runter machen. Ja, komm. So, genau. Hier ist nichts drin, okay. Also bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Hier ist auch nichts, okay. Haben wir hier überall durchgeguckt? Ich meine schon eigentlich, ja genau. Hier war nur die Kleidung drin. Ja. Eine Brille, okay, aber nicht zum Lesen weiter. Auf jeden Fall scheinen wir hier jemanden zu haben, der sich für Horrorfilme oder Bücher auch interessiert. Okay. Spannend, mystisch und absolut furchterregend. Sehr interessant. Ah, hier können wir noch reingucken. Ah, okay, da haben wir sie gefunden. Sehr gut. Okay, das heißt, jetzt sollen wir das auch schon nehmen. Interessant. Ich dachte, das hätten wir erst da vor Ort genommen, aber dann rein damit. Lecker. Das sind auf jeden Fall gute Markenprodukte. Sie gehen nicht direkt beim ersten auf den Boden schmeißen kaputt. Verlassen wir jetzt mal den Raum. Okay, befinden wir uns jetzt hier anscheinend in der U-Bahn.
aufstehen können wir nicht, soweit ich weiß, ne? Ich drück schon ein paar Tasten, aber das wird wohl nichts. Jesse. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat. I got Matt. Chris, help me out. Maddie from SNL? Uh-uh. Guess yes you do. He's coming in full time. Working the comedy section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Also damit ist schon mal sicher, dass wirklich unsere Frau anscheinend dann dabei gestorben ist. Dann müssen wir hier noch zu einem Scan hin, okay. Soll das jetzt die Praxis sein? Okay. Hier wird noch gestrichen, okay. Wo sind wir denn hier? This place would be busy. Ja, auf jeden Fall laufen draußen noch Leute rum. Also ganz alleine sind wir schon mal nicht. Kanadische Botschaft oder wo befinden wir uns hier? Eigentlich müsste das ja eine Praxis sein, aber hier befindet sich ja absolut gar keiner. Aha, okay. Okay, da sehen wir jetzt auch schon unten, dass anscheinend hier ein Code in der Nähe versteckt wurde, in einer Notiz oder so. Das heißt, wir sollten uns nochmal extra genau umgucken. Sind das hier vielleicht schon die Codes? Nee, sieht nicht so aus, schade. Lichter können wir überall anmachen, so muss das. Der PC ist auch nicht an, okay. Hier haben wir auf jeden Fall ein Notizbuch. Und da unten sieht doch sowas aus wie so ein Code, 2501. Das sollten wir uns vielleicht merken. Okay, 2501. Und Paul Berg ist anscheinend ein Neurowissenschaftler. Okay, und er mit Munchi behandeln anscheinend Probleme am Gehirn. Interessant. Okay, einen Moment noch. Da habe ich gerade, glaube ich, noch einen USB-Stick gesehen. Okay, wir können ihn nur nehmen. Okay, man kann ihn nicht wirklich benutzen. Ich dachte jetzt irgendwie, wir könnten ihn noch irgendwo einstecken. Aber leider nicht, okay. Auf jeden Fall haben wir ja gerade schon den Code gefunden. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wofür wir ihn nachher gebrauchen werden, aber wird sich bestimmt noch zeigen. Okay, Blumen. Aber dieser Ort sieht hier auch sehr heruntergekommen aus. Bilder liegen hier anscheinend, als ob hier gerade renoviert wird. Aber wir gehen einfach jetzt mal weiter. Ach, hier ist doch... Oh, okay. Wir können springen mit X. Alles klar. Nee, R2 muss es sein, genau. 5201 war das, oder? Hä, wie bestätige ich denn?
Einen Moment. Habe ich mich jetzt vertan oder? Gucken wir nochmal rein. 2501, okay. Dann versuchen wir es nochmal. Genau falsch rum. 250 und 1. Sehr gut. Das heißt, in irgendwelcher Reihenfolge diese Zahlen eingeben und es wird erkannt. Alles klar. L2 zum Rennen. Müssen wir jetzt rennen? Verfolgt uns was? Ich sehe noch nichts, okay. Ich weiß auch noch nicht, ob das hier ein Horrorspiel werden wird oder in was für eine Richtung sich dieses Spiel entwickeln wird. Auf jeden Fall ist diese Tür abgeschlossen, okay. Kommen wir nicht weiter. Das macht mir schon so ein bisschen Sorgen, dass wir hier rennen müssen. Irgendwo befindet sich doch hier schon was, was uns nicht so wohlgesonnen ist. Ein Computerraum, der einfach offen steht, okay. Auf jeden Fall ist es hier sehr dunkel. Und auch noch sehr laut. Okay, irgendwas läuft hier auch durch. Anscheinend läuft gerade schon ein Scan. Ob uns das gut stimmen sollte, weiß ich jetzt aber auch nicht. Okay, Licht auch noch. Hier ist kein Licht zufällig, oder? Es ist halt verdammt dunkel. Die Uhr funktioniert auch schon nicht mehr. Oh Gott im Himmel. Jetzt habe ich hier bestimmt irgendwas kaputt gemacht. Ah, okay. Als erste Waffe könnte man das aber auch schon benutzen. Eieiei, das war laut. Das könnte man auch als erste Waffe benutzen eigentlich. Schade. Eigentlich. Aua. Okay, ich sollte aufhören, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen. Ah, okay. Erstmal nichts Spannendes. Gehen wir einfach mal weiter. Anscheinend haben sie einen Behandlungsraum, so wie es momentan aussieht, mit der Nummer 364. Oder haben diese Räume auch Nummern? Ah, okay, 362. Vielleicht ist es auch nach Stockwerken unterteilt. Das kann natürlich sein. Ja. Hier ist doch wenigstens mal jemand. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jerry, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay, sehr interessant. Also, er ist noch nicht wirklich Doktor. Das ist ja schon eigentlich kein gutes Zeichen. Dann gucken wir uns hier aber trotzdem noch einmal vorher um. Okay, das, glaube ich, kann uns nicht so viel sagen. Hier können wir auch nichts nehmen oder so, okay. Please, have a seat. Ja, sofort. Ich komme. Ja, okay, hier können wir wirklich nichts machen. Können wir nochmal sprechen mit ihm? What exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate a treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Alles klar, okay. Auf jeden Fall klingt so, als ob das bewerben könnte, was da tut. Dann setzen wir uns einfach mal hier hin. Ja, Kollege, wir können starten. Ah. Alright, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. From Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat mirror graph. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting a picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Mr. Munchie? Did something go wrong?
Wir können schon mal aufstehen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob etwas schiefgegangen ist. Und es ist sehr dunkel. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal Licht angemacht. Und das ist nicht der Stuhl, wo wir uns vorhin reingesetzt haben. Gucken wir uns hier doch mal um. Über Service-Konsole, okay. Ist hier noch was Interessantes? Alles nur können wir aufnehmen, okay. Das sieht nicht gesund aus. Hier können wir auch nichts bedienen, okay. Aber so einen Anzug können wir uns auch nicht nehmen, oder? Nein, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Okay, ein Omni-Tool brauchen wir. Das heißt, das sollten wir uns schon mal merken, falls wir irgendwann sowas finden. Okay, und so sieht's aus, alles klar. Und das übersetzt uns nochmal einfach, was Toolbox heißt. Sehr nützlich, alles klar. Ja, okay, das sieht schon so aus, als ob wir das dann da nachher reintun müssen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch so ein Feuerwehr-Dingsbums. Alles klar. Ja. Okay, die Tür können wir nicht öffnen. Do not enter, okay. Was haben wir hier? Ah, okay, diesen Schalter haben wir vorhin umgelegt, alles klar. Wir konnten doch Sachen werfen, oder? Das ist ganz schön laut. Vielleicht sollte ich zur nächsten Folge einfach mal die Lautstärke runterstellen. Ich glaube, das mache ich auch nachher mal. Aber auf jeden Fall konnten wir hier runter. Oder hier durch, besser gesagt. Damit öffnen wir einfach mal diesen Raum und ich würde sagen, was da draußen sich alles befindet, schauen wir dann uns in der nächsten Folge an. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Lasst mich doch gerne wissen, wie ihr dieses Format findet und lasst mir eure Kommentare in den Kommentaren unten. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dann. Tschö!